Hallo und herzlich willkommen zu Ross und Reiter TV Shortcuts. Hier können Sie kurze aktuelle Updates zu verschiedenen Themen zwischen den Sendungen sehen. Die Jagdhörner rufen. Der Reitverein Bobhardt hat zur alljährlichen Schleppjagd geladen. Mit dabei die Hunde der Rheinlandmeute. Das Rudel ist schon ganz aufgeregt. Für die Menschen gibt es vor dem Abritt Sekt und Lachsbrötchen zur Stärkung. 19 Kilometer mitten durch den schönen Hunsrück, viele Galoppstrecken, feste Sprünge und eine Flussdurchquerung liegen vor den Jagdteilnehmern. Da müssen sich Pferde und Reiter gut vorbereiten. Beim Stelldichein bleiben Pferde, Hunde und Reiter gelassen. Sie wissen, das Ganze ist nicht etwa irgendeine wilde Jagd, sondern läuft nach festen, traditionellen Regeln ab. Töten gehört allerdings nicht dazu. Kein Wild muss für diese Jagd sterben. Das ist in Deutschland verboten. Statt einer Beute gibt es diesen Kanister. Daraus tropft eine Flüssigkeit, auf die die Hunde konditioniert sind. Ein Reiter befestigt ihn am Sattel, reitet voraus und legt damit eine Spur für das Rudel, die sogenannte Schleppe. Dann heißt es für das ganze Feld, auf geht's zur Jagd. Master Arndt Wester schwärmt für diesen Sport. Die Faszination an der Schleppjagd ist das Zusammenspiel von Reiter, Pferd und Hunden in der Natur. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man die erlebt, die kann man schlecht beschreiben. Es ist aber jedenfalls eine Bindung aller Reiter in das Geschehen, wie sie es normalerweise nicht haben. Wer mit im Feld galoppiert, kann es spüren. Jagdreiten ist fast wie ein Fieber. Dabei wird zwar flott, aber trotzdem diszipliniert geritten. Hunde und Jagdfeld folgen der Schleppe. Das Tempo bestimmen die Hunde. Und es ist nicht gerade langsam, was Ross und Reiter sichtlich Spaß macht. Der Master, das ist der Anführer des Feldes, darf nicht überholt werden. Alle Reiter müssen sattelfest sein, die Pferde gut konditioniert, sprungfreudig und vor allem regulierbar. Eine Schleppe entspricht einer Galoppstrecke mit mehreren Sprüngen. 8 davon gibt es auf dieser Jagd. Und wer nicht springen will, kann einfach an den Hindernissen vorbeigaloppieren. Zwischen den Schleppen geht es dann gemütlicher zu. Im Schritt sammelt sich das Feld wieder. In der Schleppjagd bestimmen die Hunde das Tempo. Man muss schnell reiten. Der Reiter kennt das Gelände nicht. Der Reiter hat Sprünge zu überwinden, die er vorher nicht gesehen hat. All das sind Dinge, die ein Pferd und ein Reiter trainieren müssen, um sicher durch ein Gelände zu kommen. Zögern gibt's nicht. Selbst im Wasser verlieren die englischen Foxhounds ihre Spur nicht. Sie ziehen im flotten Tempo weiter. Auch die Pferde sind nicht im geringsten wasserscheu. Sie setzen mutig hinterher und hechten durch den Fluss. Doch dieser Mut muss auch trainiert werden. Und da hapert es leider heutzutage oft. Es ist ja leider so, dass unsere Schulbetriebe aufgehört haben, die Schulkinder im Gelände auszubilden. Und viele Schulbetriebe auch heute noch der Meinung sind, ein Pferd darf nur in Sandkasten. Das führt natürlich dazu, dass wir bei der Jagd auch Probleme haben, junge Menschen an die Jagd heranzuführen. Wir haben von der Deutschen Schleppjagdvereinigung schon seit Jahren im Programm, dass wir uns weiter öffnen und den Menschen unseren Sport zeigen, weil viele Menschen kennen ihn ja überhaupt nicht. Gut 3 Stunden ist die Jagdgesellschaft unterwegs. Alle Beteiligten haben sichtlich Spaß dabei. Für die noch jungen englischen Foxhounds der Rheinlandmeute ist es außerdem eine gute Übung. Denn eine Hundemeute für die Jagd auszubilden, erfordert mindestens so viel Aufwand wie ein Stall voller Pferde.
Wir haben das ja mit unserer Rheinlandmeute vor 4 Jahren angefangen. Wir haben mittlerweile einen Bestand von 28 Hunden oder wie wir Yachtreiter sagen, 14 Koppeln. Und bilden unsere Hunde natürlich dann auch selber aus. Das geht los, nachdem die Hündin gewölft hat, dass wir die Hunde zu Hause behalten, bis sie abgesetzt werden. Dann verteilen wir die Hunde paarweise an unsere Mitglieder, damit sie doch mal alles erleben, was sie im Zwinger eben nicht erleben. Menschen, Krach, Hunde, Autos, ein ganz normales Erlebnis, eine ganz normale Erlebnisstruktur haben, denn das festigt ihr Wesen. Und das ist die Grundlage später für einen guten Appell, den so ein Hund haben muss. Ja, denn wir sitzen ja auf Pferden und der Kontakt zu den Hunden ist an sich ein verbaler. Wir führen zwar diese Hetzpeitschen, aber wir leiten die Hunde mit der Stimme, weil wir sie kennen und die Hunde eine Bindung an uns haben. Die Jagd mit der Hundemeute ist also ein Hobby, das viel Zeit und Arbeit erfordert. Früher galt sie deshalb als elitär, doch das ist heute längst vorbei. Was das Image der Jagd angeht, Sie haben vollkommen recht, aber dieses Image hat der ganze Reitsport gehabt. Früher war Reitsport ein elitärer Sport, der ist es überhaupt nicht mehr. Es ist ein Breitensport geworden und das ist auch gut so. Und das Jagdreiten ist auch keine elitäre Beschäftigung. Sie sehen an den Mitreitern, die kommen aus allen Gruppen der Bevölkerung. Und was bei der Schleppjagd anders ist als bei vielen anderen Veranstaltungen, es sind eben sehr ambitionierte Leute, die wirklich herkommen, um das mitzuerleben und sich dafür auch dann vorbereiten. Zum Halali am Ende der Jagd schickt der Wettergott heute sogar einen Regenbogen, fast wie bestellt. Und während die Hunde zur Belohnung ihr Kyrie verspeisen, bringt Teilnehmerin Petra Kaschter auf den Punkt, was für sie das Schönste an der Jagd ist. Es will keiner Erster sein, egal ob man am Schluss reitet oder am Anfang. Das ist das Schöne, es gibt keinen Preis, es ist keine Konkurrenz untereinander. Das gefällt mir immer sehr gut. Die Landschaft, die Pferde, die Freunde. Wartmannsheil. Zum Abschied gibt es für alle Teilnehmer dann den Bruch. Einen Eichenzweig zur Erinnerung, das findet Pony Mali richtig gut. Dann werden Freund Hund und Freund Pferd versorgt. Erst danach wird gefeiert, der Ausklang eines schönen Tages.